Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben eine Themennacht heute und unser Thema heißt Ich schäme mich. Für was schämt ihr euch in eurem Leben am meisten? Wo sagt ihr, dafür schäme ich mich so sehr, dass ich es eigentlich gar nicht vergessen kann? Wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns, ich schäme mich. Astrid, 40 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Astrid. Hallo. Für was schämst du dich? Ja, also ich habe schon lange mal auf das Thema gewartet und ich denke, dass es heute Abend einfach passt. Mhm. Bei mir geht es um das Thema Inkontinenz. Mhm. Bist du selbst betroffen? Ja. Mhm. Wie lange schon? Seit meiner Kindheit. Seit der Kindheit? Ja. Wie kommt das? Also, ich hatte noch zwei Schwestern, die waren auch so vom Babyalter bis in die Pubertät davon betroffen. Mhm. Das ging bei uns allerdings nur nachts, also nicht tagsüber. Ab einem gewissen Alter ist man tagsüber ja dann sauber. Mhm. Und bei uns hat sich das also in den Nächten fortgesetzt. Nur das Kuriose ist, dass das bei meinen beiden Schwestern mit Einsetzen der Pubertät aufgehört hat und bei mir eben nicht. Das heißt, dass du im Prinzip vom Babyalter an ja. bis heute inkontinent bist? Ja. Sowohl was das große Geschäft anbelangt als nein, auch... Nein, nur also das kleine Geschäft. Nur das kleine Geschäft? Ja, ja. Mhm. Es ist auch bei mir tagsüber kein Problem, mhm. nur nachts. Mhm. Das heißt, du schläfst in einem Spezialbett oder hast du Windeln nachts oder wie machst du das? Nee, also ich habe lange gesucht und habe mich halt auch geschämt, in Apotheken zu gehen mhm. und zu fragen, was gibt's da, weil da immer meistens auch noch andere Leute mit drin standen, also Kunden und mhm. Auch vor fremden Leuten wollte ich da nicht. Und ich habe dann also Gott sei Dank irgendwann eine Ärztin gefunden, mhm. Die mir den Ratschlag gegeben hat, dass ich auf Rezept so eine Einlage bekomme, die ich mir quasi dann über die Matratze drüber spannen kann. Ja, ja. Und die ist oben so Art Frottee-Bezug und die Unterseite ist eben gummiert, mhm. sodass, wenn dann was passiert, dass es eben nicht immer gleich auf die Matratze geht. Mhm. Ne? Passiert es denn jede Nacht? Komischerweise, seit ich meinen jetzigen Mann habe, nicht mehr. Also da ist es jetzt weniger geworden. Mhm. Wie oft kommt es vor? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass ich, dass es mir in einer Woche drei Tage mal passiert, ja. hintereinander. Ja. Und dann ist wieder 5-6 Monate Ruhe. Ach so, so lange ja. Abstände gibt es dann? Ja. Ja. Ich stelle mir das wirklich sehr unangenehm vor, wenn man dann irgendwann mal nachts so ein bisschen aufwacht und man liegt da so in dem eigenen Pipi. Ne? Und es ja. ist nass und ja. Und das ist auch das Thema jetzt, ich schäme mich. Mhm. Also ich habe sehr lang gebraucht, bis ich das auch meinem Mann sagen konnte. In anderen Partnerschaften konnte ich das irgendwie immer mit irgendwelchen Tricks verheimlichen. Ach, du hast früher auch schon Partnerschaften gehabt? Ja. Und da hast du das nie offen erzählt? Nee. Und die haben das auch nie mitbekommen, die Männer, richtig? Nee, ich habe das also immer so mit irgendwelchen dummen, blöden Ausreden. Auch gut ist natürlich mir dann sehr übel genommen worden, gerade was jetzt Sex betrifft. Man ist frisch verliebt und mhm. wacht morgens auf. Ich sehe, oh Gott, mir ist da mein Unglück passiert. Mhm. Jetzt lass den bloß nicht zu dir rüberrutschen mhm. ins mhm. Bett. Mhm. Ich musste dann quasi aus der Not raus, aus der Scham raus, mhm. habe ich mich dann sofort, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt keine Lust. Mhm. Mir ist nicht danach mhm. immer gleich, sodass ich also viele Männer damit abgeschreckt habe. Kann ich mir vorstellen, weil die das irritiert hat und das nicht einordnen konnten. Ja, mir hat es dann auch später, also ich bin dann reumütig hin und habe mich entschuldigt, ich habe schlecht geträumt mhm. und so. Mhm. Ja, nun war aber ja noch das Problem im Hinterkopf, das nasse Bett wartet ja noch mhm. auf mich. Mhm. Wie beseitige ich das? Mhm. Ne? Also ich habe mit den blödesten Tricks gearbeitet, gerade was jetzt auch meinen Mann, meinen jetzigen Mann betrifft.
den habe ich am Anfang dann plötzlich mit einer Ausrede in den Keller geschickt. Da hatte ich die Wäsche gerade aufgehängt am letzten Tag und habe gesagt, du Schatz, sei doch so gut, hol mir doch bitte mal das Duschhandtuch. Das ist mein Lieblingshandtuch. Ich möchte zum Duschen und ach, jetzt ist es gerade in der Wäsche. Und währenddessen hast du das schnell sauber gemacht. Und dann bin ich natürlich in Windeseile, zack, zack. Und Astrid, was für ein Stress in deinen früheren Partnerschaften. Wie viele Partnerschaften hattest du vorher, vor deinem jetzigen Freund? Naja, gut, ich sag mal so festere vielleicht so 8. Das heißt, also warst du eine ganze lange, es waren immer lange Zeiten, wo du auch mit Männern zusammen warst und musstest immer lügen und immer hin und her tricksen. Richtig. Jetzt hast du dich offenbart bei deinem jetzigen Partner. Wie kam das zu diesem Outing? Es kam zu dem Outing, weil ich die Geschichte mit dem Tricksen auch mit meiner Mutter besprochen habe, die das also auch weiß. Mhm. Gut, ich hänge das jetzt nicht, möchte es auch nicht unbedingt jetzt an die große Glocke hängen. Jetzt hängt es wahrscheinlich an der großen Glocke. Also die Mutter hatte dich animiert dazu zu sagen, komm, jetzt leg mal die Karten auf den Tisch. Genau, weil sie hat gesagt, bei dir sind ja keine organischen Fehler vorhanden. Mhm. Das wurde alles abgeklärt. Ich habe das aus der Kindheit mitgenommen, weil wir Mädchen so auch immer deswegen sofort die Hucke voll gekriegt haben. Also es ist ja schon ganz sonderbar, dass in der Familie 3 Töchter sind und alle 3 Töchter haben das gehabt. Ja. Zumindest die beiden anderen dann bis zur Pubertät. Richtig, genau. Das ist ja schon, das macht einen ja schon so stutzig, ne? Ja. Was ist da schiefgelaufen in der Erziehung? Wo sind die Ursachen? Dazu vielleicht gleich nochmal. Würde dich gern noch weiter befragen, was deinen Mann, deinen jetzigen Partner anbelangt. Wie hat der denn dann reagiert, als du gesagt hast, ich habe sowas, ich bin inkontinent, ich mache nachts ab und zu mal Pipi ins Bett? Der saß da, der hat mich mit großen Augen angeguckt und ich muss ihm unheimlich leid getan haben, weil ich auch gesagt habe, du, es tut mir leid, ich habe dich die ganze Zeit halt mit irgendwelchen Tricks, weil ich mich geschämt habe. Wie lange hattest du ihn eigentlich auch belogen? Bestimmt 2 Jahre. Ach, 2 Jahre. In dem Moment, wo man das dann ausspricht, wenn man so viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, sich mit so einer Scham herumgeschlagen hat, schlägt einem das Herz doch wahrscheinlich zum Hals heraus, ne? Genau, vor Aufregung. Richtig. Ja, knallrote Ohren oder so, ne? Aber im Prinzip hat er positiv reagiert und hat dich keineswegs weggestoßen, sondern hat gesagt, komm, das schaffen wir zusammen. Richtig. Und mich ekelt das auch nicht, mich stößt es nicht ab. Ja. Aber dennoch, jetzt hast du ganz offen mit ihm, gehst ganz offen mit ihm um. Ja. Wenn es jetzt passiert und du spürst, dass das Bett nass ist, ist es nicht dennoch immer eine Scham, dass du auf jeden Fall nicht möchtest, dass er dann zu dir auf deine Seite kommt? Ja. Mhm. Ja, meistens ist es so, dass es sich so ergibt, dass ich eben dadurch wach werde. Das muss dann gerade passiert gewesen sein. Und irgendwann wird das Gefühl natürlich unangenehm. Und dann schläfst du dann wieder ein, wenn du es gemerkt hast? Nee, um Gottes Willen. Ich muss dann raus, weil ich kann da in dem nassen Bett liegen bleiben. Das ekelt mich. Ne? Heißt das denn, dass das meistens dann eher morgens passiert, als dann tief in der Nacht? Das ist auch unterschiedlich. Ich wach auch manchmal vielleicht die Nacht um 4 auf. Achso, dann kann das also sein, dass du nachts um 4 aufwachst, du merkst, es ist passiert und du machst es sauber. Du holst was Neues, einen neuen Bezug oder was du da machst. Richtig, genau. Mhm. Und also mein Mann hat mit so viel Verständnis reagiert. Er hat auch zu mir gesagt und mir das immer wieder angeboten und hat gesagt, Horch, es ist egal zu welcher Uhrzeit, wenn du das merkst, dann ist ja klar, du musst doch nicht mit irgendwelchen Tricks dann arbeiten oder im Dunkeln da rumfummeln, dann weck mich. Und dann überziehen wir beide das Bett super gemeinsam. Super nett. Astrid, das war sicher eine riesen Erleichterung für dich, ne? Als du es ihm gesagt hattest und als er dann auch noch so positiv reagiert hat. So, jetzt möchte ich nochmal auf die Ursachen zurückkommen. Hast du irgendeine Idee, warum das so war? Du hast, glaube ich, gerade so ein Stichwort schon gesagt, seid ihr besonders streng behandelt worden als Kinder von euren Eltern, von dem Vater? Ja, also mein Bruder hatte anstatt dieses Einnässen hatte er das Problem mit Stottern. Mhm. Also er hat wahrscheinlich da auch irgendwie einen Hieb weggekriegt und es war also sehr schwierig. Mein Vater war die ganze Woche weg als LKW-Fahrer und am Freitag kam dann die große Abrechnung. Meine Mutter ist wahrscheinlich mit dem Stress mit den 4 Kindern nicht ganz klar geworden und ich war als Zweitgeborene
sowieso zum ganz falschen Zeitpunkt zur Welt gekommen. Meine Mutter hat mich also bis zu meinem 16. Lebensjahr so gut wie nicht akzeptiert. Das habe ich auch als Kind zu spüren gekriegt. Seid ihr als Kinder geschlagen worden, auch von dem Vater? Ja, also es wurde dann eingeführt, einen Rhythmus da reinzukriegen. Dann hieß es halt, wenn die Eltern ins Bett gehen, dass halt dann wir drei Mädchen nochmal geweckt werden, um auf die Toilette zu gehen und das eventuell zu verhindern. Und meistens ist es dann irgendjemand von uns passiert. Also ich war meistens dabei, dass es mir passiert war. Und dann war es besonders schlimm, wahrscheinlich. Das sind ganz schlimme Storys, wenn ich jetzt darüber erzähle. Ich wurde dann von meinem Vater aus dem Bett also geweckt. Ich bin aufgestanden. Mein Schlafanzug war von oben bis unten schon nass. Und da habe ich dann also Prügel bezogen mit dem nassen Zeug an, von wegen, das ist ja nur die pure Faulheit. Also schlimme Erinnerung an die Kindheit, was das Ganze anbelangt. Ja. Wieso hast du nie, ich gehe mal davon aus, sonst hättest du es wahrscheinlich ja schon erzählt, psychologische Hilfe in Anspruch genommen, um das in den Griff zu kriegen? Domian, ich habe eine 3-monatige Therapie gemacht, weil ich auch andere Probleme hatte, Depressionen. Und dann habe ich gesagt, so, also dann packe ich aus. Das heißt, diese 3 Monate haben aber nicht genutzt? Die haben mir in dem Sinn genutzt, dass ich mich erstmal in einem Therapieschock, also für mich war es ein Therapieschock, befunden habe. Ein positiver allerdings. Aber es hat ja keine positive Auswirkung jetzt auf dieses Leiden. Es hatte positive Auswirkungen, nur in dem Sinn, dass ich endlich nach all den Jahren mich mal getraut habe, meinem Vater zu sagen, warum ich überhaupt in diese Therapie gegangen bin, weil er mich verurteilt hat, ich würde mich vor der Realität verstecken wollen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn wüsste, warum. Und da guckt er mich an und, ach ja, das sind ja, also er braucht keine Psychologen. Also ich glaube, dass da eine ganze Menge aufzuarbeiten ist, was diese Vater-Tochter-Geschichte anbelangt. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch redest, mit Peter. Ja. Weil ich dir so von meinem Verständnis aus auch dringend noch mal raten würde, eine weitere, vielleicht sehr intensivere Therapie anzugehen, damit du nicht dein ganzes Leben lang dich damit rumschlagen musst. Aber das wird dir der Peter noch detaillierter jetzt erzählen können. Aber sehr mutig, dass du dich auch hier jetzt geäußert hast. Das sind ja auch wichtige, so eigentherapeutische Schritte, ne, sich dazu zu bekennen. Auch zu sagen, ich schäme mich dafür. Irgendwann überwindet man vielleicht auch die Scham und überwindet das Leiden auch. Ja, genau, du sagst es, um das nur ganz kurz nochmal zu unterstreichen. Ich habe gedacht, ich wende mich jetzt einfach mal. Es ist mir jetzt egal, ob mich jemand erkennt oder nicht erkennt in dem Moment. Ich möchte nur all diesen Frauen, die davon betroffen sind, Mut machen. Geht damit offen um oder nehmt Therapie in Anspruch. Ich mache das jetzt auch, wenn ich meine Adressen kriege. Ich habe es vorher gemacht. Das ist ein Wort. Einfacher mal da zu stehen, wir sind keine schlechteren Menschen. Deswegen. Absolut nicht. Das hat auch, glaube ich, nie jemand gedacht. Nee. Liebe Astrid, du legst auf, wir rufen dich an, das heißt Peter ruft dich an. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, und ich danke dir. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Unser Thema heute Nacht, ich schäme mich. Für was schämt ihr euch? Oder noch klarer gefragt, für was schämt ihr euch am meisten, wenn ihr so in euer Leben hineinschaut, euer Leben Revue passieren lasst. Was war das Schlimmste, was ihr getan habt? Oder nicht nur getan habt, sondern so wie gerade Astrid auch erzählt hat, vielleicht auch etwas, wofür ihr gar nichts könnt. Und dennoch sagt ihr, dafür schäme ich mich unglaublich. 0800 5678 111. Und jetzt geht's weiter mit Jessica. Jessica ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jessica. Und was ist es bei dir? Ich habe folgendes Problem. Meine Schwester hat seit 3 Jahren einen festen Partner und ist seit einem Jahr verheiratet. Und also ich schäme mich von meiner Schwester, weil ich habe seit fast 2 Jahren ein Verhältnis mit ihrem Mann. Und das ist, ich weiß nicht, das ist eine ganz lange Geschichte. Das hat damals angefangen. Also von meiner Schwester, der Mann, der hat oft Anspielungen mir gegenüber gemacht. Mir war das vorher eigentlich nie so bewusst. Und dann habe ich mal ein Wochenende bei meiner Schwester übernachtet, zusammen mit meinem Kind. Und Bist du auch in einer Beziehung? Nein. Nein, du warst damals auch in keiner Beziehung? Damals schon noch. Aber dann kam das halt, mein Schwager, der hat viel getrunken an dem Abend. Und dann
war das halt, meine Schwester, die hatte auch schon ihre erste Tochter. Mhm. Und die haben beide in einem Zimmer geschlafen. So. Und dann, also die Schwester und die Tochter? Mein Kind und von meiner Schwester das Kind. Ach so. Mhm. Und dann fing das halt, also von meiner Schwester, die Tochter ist wach geworden. Und mein Kind ist dann auch wach geworden. Mhm. Und mein Schwager, der ging dann in das Kinderzimmer, mhm, um der Kleinen die Flasche zu geben. Mhm. Und ich bin dann hinterher, weil halt mein Kind auch wach geworden ist und mhm, ich musste mich drum kümmern. Ja, und dann fing das halt an, dass er anfing, mich zu berühren, sag ich jetzt mal. Mhm. Und haben dir diese Berührung gefallen am Anfang? Ich war sehr verunsichert. Wie hast du denn auf die Berührung reagiert? Bist du zurückgeschreckt? Hast du gestanden wie angewurzelt oder hast du mitgemacht? Ich habe da gestanden wie angewurzelt. Mhm. Und ich weiß nicht, dann habe ich mir gedacht, boah, der hat getrunken und ich habe mich ein bisschen bedrängt gefühlt, weil... So fing es an, aber letztendlich fing es dann richtig auch an von deiner Seite. Du hast dann irgendwann auch mitgemacht. Das hat sich wiederholt, dass er dich berührt hat, in anderen Situationen auch, und du hast es dann irgendwann mitgemacht. Ja, ich habe leider irgendwann anderen angefangen zu machen und jetzt bin ich halt in der Situation, es ist einmal rausgekommen. So. Wer weiß es jetzt? Also im Moment, das, was jetzt läuft, das weiß nur meine beste Freundin. Mhm. Aber halt nochmal fest, deine Schwester ist seit 3 Jahren mit dem zusammen. Die sind seit 2 Jahren verheiratet. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr verheiratet und du hast seit 2 Jahren ein Verhältnis mit ihm. Deine Schwester weiß überhaupt gar nichts. Ja. Das Verhältnis läuft absolut geheim. Nur deine beste Freundin weiß etwas davon. Ja, ich weiß etwas davon. Wenn man verheiratet ist, ist man ja nun sehr viel zusammen. Man wohnt in der Regel auch in einer Wohnung. Wie und wo trefft ihr euch denn und wo habt ihr auch Sex miteinander? Ich habe selber eine eigene Wohnung, mhm, und halt, wenn er jetzt gerade arbeiten war oder so, der kommt von der Arbeit aus zu mir oder am Wochenende zum Beispiel, mhm, dann sagt er, ich bin bei dem Kollegen und trinke was und dann kommt er aber zu mir. Ist ja auch eine heikle Sache, das kann ja irgendwie durch einen Zufall auch sehr schnell mal rauskommen und deine Schwester erfährt das, ne? Ja, das ist ja das Problem. Sie hat das schon einmal mitgekriegt, mhm, weil er ist zu meiner Mutter gegangen, mhm, und hat gesagt, ich liebe die Jessica und ich hab die Silvia, also meine Schwester, nur aus Mitleid zu mir geholt, weil das... Das hat er seiner Schwiegermutter, eurer Mutter, deiner Mutter quasi erzählt? Ja, ganz genau. Und hat denn deine Mutter dann, hat die das ernst genommen? Meine Mutter, ja, sie hat nicht so, also nicht böse drauf reagiert. Ermisst sie denn, was da abläuft? Hat er nur gesagt, er liebt dich, oder hat er auch gesagt, da läuft schon seit 2 Jahren was? Nee, knapp ein Jahr, da ist das rausgekommen. Ist ja egal, so. Weiß sie die Einzelheiten oder hat er das nur einfach so gesagt? Sie weiß die Einzelheiten. Weiß sie hat es aber ihrer anderen Tochter, sprich deiner Schwester, nicht erzählt. Nee, am Anfang nicht, hinterher ja. Hinterher ja, das heißt also, da ist schon Misstrauen gesät. Ja, genau. Also wissen es doch mehr Leute, nicht nur deine beste Freundin, sondern etwas weiß es deine Mutter und deine Schwester weiß auch schon ein bisschen Bescheid. Ja. Ne? So, wie verhält sich denn jetzt deine Schwester dir gegenüber? Also mir gegenüber, ich war damals sehr froh, dass, also meine Schwester, die vertraut mir eigentlich wieder und ihrem Mann auch. Und das ist halt das ganze Problem. Achso, die denkt, die ganze Sache ist erledigt. Ja. Aber nichts ist erledigt. Ihr trefft euch weiterhin, ihr schlaft miteinander. Ja. Wie oft schlaft ihr miteinander in der Woche? Zwei, dreimal. Wie oft siehst du deine Schwester? Nicht oft. Ich sehe die alle zwei mhm, bis 3 Wochen mal. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deiner Schwester und ihrem Mann? Ist das gestört? Haben die große Probleme miteinander? Sie streiten sich oft, weil der Markus, weil er gegen ihr gegenüber sehr, weiß ich nicht, so fies ist, mhm, sag ich jetzt mal. Also es ist da nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es sind schon Probleme in der Luft. Ja, oder liegen an der Tagesordnung. Ja. Liebst du ihn oder ist es nur ein Verhältnis? Teils. Mhm. Es ist, Also die große flammende Verliebtheit ist es nicht bei dir? Nein. Nee. Ist es denn bei ihm zu dir so, dass er dich sehr liebt?
Hat er jedenfalls gesagt. Jessica, ich verstehe nicht, dass du dich auf so etwas eingelassen hast, wenn es nicht mal die große Liebe ist. Ich hätte ja noch ein gewisses Verständnis, dass man sagt, ich kann nicht anders, ich liebe diesen Mann unglaublich und hab mich jetzt auf dieses dünne Eis gewagt. Aber sich in so eine Geschichte zu verstricken und die eigene Schwester so zu betrügen, du musst doch ein irrsinnig schlechtes Gewissen haben. Das habe ich auch. Nur das bei mir ist das. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu deiner Schwester? Ist das ein gutes Geschwisterverhältnis? Ja. Eigentlich schon. Es ist eigentlich im Lot. Ihr seid nicht so die dicksten Freundinnen, aber es ist eigentlich gut. Ja. Und die Schwester ist eine gutmütige, weil sie auch dir Glauben schenkt und ihrem Mann Glauben schenkt, dass alles wieder im Lot ist. Genau. So, wie soll es jetzt weitergehen, Jessica? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, so. Für mich ist das wie eine Sucht. Mhm. Der Mann, der ist für mich einfach wie eine Sucht. Ich komme von dem nicht los. Das heißt, in der ganzen Zeit hast du auch keine anderen Geschichten mit Männern gehabt? Nein. Gar nichts. Hast dich auch nicht mal ein bisschen verguckt in anderen Mann, an anderen Jungen? Ich guck schon, weil er ist ja auch verheiratet und aber ich, sobald mich dann jemand anspricht oder so, dann kann ich das nicht, weil ich sofort wieder an den denke. Aber wie seltsam. Und du sagst aber im gleichen Zusammenhang auch, dass du ihn eigentlich gar nicht wirklich liebst, sondern teils, ne, hast du gerade geantwortet. Ja. Mhm. Auf jeden Fall kann es so nicht weitergehen. Ja. Ja, das weißt du ja auch, ist ja auch klar. Ja. Ich sage es jetzt auch nochmal so von außen, als neutrale Person. So kann es nicht weitergehen. Ja. Wie stellt er sich das denn vor? Sagt er denn irgendwie so eine Perspektive? Wie will er das einfach so jetzt so endlos weiterlaufen lassen oder was oder wie oder wo? Ich spreche ihn oft genug drauf an, aber er gibt mir nie eine Antwort drauf. Der weicht immer aus. Würdest du, ich frage das jetzt nochmal, obwohl ich schon fast die Antwort ahne, würdest du denn mit diesem Mann zusammenleben wollen? Ich denke schon. Doch. Ja. Mhm. Aber also ich könnte es mir vorstellen. Aber wenn man jemanden doch nicht so richtig liebt und nicht, wenn man nicht aus vollem Herzen Ja sagt, wenn man gefragt wird, liebst du den, dann sollte man doch mit so jemandem auch nicht zusammenleben wollen. Ich sag mal so, es ist nicht die große Liebe, aber irgendwie liebe ich ihn schon. Nur es ist nicht so die riesengroße Liebe. Aber man sollte sich nur mit der riesengroßen Liebe richtig einlassen und mit der dann auch zusammenziehen und nichts anderes machen. Ja. Wie kommst du jetzt da raus? Wie kommst du da raus? Also die Ehe ist wahrscheinlich voll, mit Sicherheit ist die zerstört, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Ja, und das möchte ich auch irgendwie nicht. Und deine Beziehung zu der Schwester wird auch auf lange Zeit auch kaputt sein. Ja. Wenn du schon dich nicht traust, die Wahrheit zu sagen, was vielleicht auch gar nicht so nötig ist, erstmal, aber in allererster Linie solltest du so schnell wie möglich, um nicht zu sagen sofort, diese Beziehung unterbrechen. Ja. Sofort. Über kurz oder lang, Jessica, wird es rauskommen. Es wird rauskommen. Und dann ist es noch alles viel schlimmer. Ja. Und dann ist es auch noch so eine Frage, wie er damit umgeht, ob er das beichtet. Aber letztendlich bedeutet das ja eine Auflösung der Ehe. Andererseits, wenn diese Ehe auch nicht in Ordnung ist, ist es vielleicht sogar gut, diese Ehe aufzulösen, weil es sind Kinder da und es ist nicht gut, wenn die in einem ständigen Spannungsverhältnis aufwachsen. Du wirst über kurz oder lang aber dann wahrscheinlich auch diese Schuld tragen müssen oder damit auch das auslöffeln müssen, was du dir da eingebrockt hast, nämlich wenn deine Schwester das rauskriegt. Ja, ne? Ja, das ist von einer riesengroßen Wand und ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Ja, ich glaube das. Es geht nur schmerzhaft. Du, einen leichten Weg gibt es jetzt nicht mehr, nach dem, was geschehen ist. Ja. Alles, was jetzt, was ansteht, ist kompliziert und schwer für dich und schwierig für dich und kann auch unangenehme Folgen haben. Ja. Das erste ist schwierig, wenn du sagst, ich trenne mich jetzt von diesem Mann, das ist für dich sehr schwierig, weil du sagst, es ist wie eine Sucht. Ja. Dann, wenn die Entscheidung fällt, wir sagen die Wahrheit, dann wird das Verhältnis zu deiner Schwester erstmal auf längeren Zeitraum zerstört sein. Ja. Also, alles, was du tust, ist jetzt schwierig, aber ich kann dir nur dringend empfehlen, auch für dein eigenes Gefühl, weil du fühlst dich ja unwohl dabei, du hast ein schlechtes Gewissen, du meldest dich ja bei einer Sendung und redest in aller Öffentlichkeit darüber, ich schäme mich dessen. Ja. Also, tu was, unternimm was, Jessica. Ja. Und lern daraus, dass man lernt ja immer auch aus so schwierigen Sachen, die man selbst verschuldet hat, dass du dich nie wieder in so etwas hinein verstrickst. Ja. Du bist auch
keinem, weil das ist, da kommt man irgendwann psychisch, kommt man da auch nicht mehr mit klar. Ja, und ich glaube, man hat auch so eine schlechte Meinung über sich selbst. Ne? Ja. Man guckt in den Spiegel und denkt, boah, und urteilt schlecht über sich selbst. Ja. Man denkt sich, warum macht man das und wofür? Und du würdest ja über eine andere Person auch schlecht denken, die so etwas tut, ne? Ja. Ja. Also, tu was, unternimm was, Jessica. Ja. Das ist jetzt eine harte Sache und da musst du durch. Ja, ich werde mich bemühen. Alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Nicole, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Nicole. Hallo, Nicole. Du schämst dich. Nein, also ich rufe an, weil ich mich nicht schäme. Aha. Und ständig alle Leute zu mir sagen, du solltest dich schämen, aber ich tue es nicht. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar bekomme ich seit meinem 17. Lebensjahr Sozialhilfe. Ja. Obwohl ich eigentlich arbeiten könnte, will das aber nicht, weil das Geld reicht. Aha. Und das möchte ich in Zukunft auch weiterhin so tun. Aha. Auf dem Standpunkt stehst du so also. Ja, und dieser Stoiber, das ist mein größter Feind. Ja. Ich wähle natürlich die GAL, die Grünen, und hoffe, dass es noch ein bisschen mehr Sozialhilfe wird. Ach so. Und du meinst, die Grünen werden das bewerkstelligen, wenn überhaupt dann die Grünen? Ja, also ist ja in der Vergangenheit auch schon so gewesen. Dürfte man dich auch Schmarotzer nennen? Ja. Ja. Du hast noch nie in deinem Leben gearbeitet. Also ich habe schon mal ein bisschen gearbeitet, hier ein bisschen da, insgesamt vielleicht ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Du hast aber keine Ausbildung gemacht und nichts? Keine Ausbildung, keinen Schulabschluss. Mhm. Und hast dann so mit 17 irgendwie so mitgekriegt, ach, man kann Sozialhilfe beantragen und kriegt da ganz gut Kohle, ohne dass man sich in die Finger schmutzig machen muss? Ja, ich habe mich gewundert, wie viel Geld das ist. Wie viel kriegst du denn im Monat? Also im Moment sind das, in D-Mark noch gerechnet, waren das 530 oder so, plus Miete und Krankenversicherung. Dann bekommt man zweimal im Jahr Kleidergeld, das sind 380 D-Mark. Mhm. Sag mal so auf den Monat bezogen, wie viel, mit allem drum und dran, mit Mietzuschuss und was es alles so gibt, wie viel, sagst du, in D-Mark können wir uns alle noch am besten vorstellen, kommst du da im Monat? 1300 Mark. Mit Zusatzanträgen. Ja. Plus Versicherung. Netto auf die Hand? Ja. Mehr oder weniger? Ja. Und dann gibt es im Jahr noch so Schmankerl, nämlich Kleidergeld. Genau. Und kriegt man auch Geld, wenn man irgendwie einen neuen Kühlschrank braucht oder einen neuen Fernseher? Ja, ich habe auch schon mal gesagt gehabt, mein Fernseher ist kaputt gegangen, dabei war er gar nicht kaputt, da habe ich 300 Mark gekriegt. Achso, das kontrollieren die gar nicht nach auf dem Sozialamt? Nein. Du gehst zum Sozialamt und sagst, ich habe CDs gekauft. Ja, ich muss jetzt sehr tapfer sein im Moment, was du erzählst. Kannst du dir vorstellen, ne? Wie, also, ich bin ganz fasslos. Du gehst zum Sozialamt und sagst, mein Fernseher ist kaputt. Ja. Da sagen die, prima, ihr Fernseher ist kaputt. Hier haben sie 200 Mark, 300 Mark. 300 Mark, die prüfen das überhaupt gar nicht nach. Nee. Und dann gehst du mit den 300 Mark und kaufst dir schöne CDs. Genau. Man soll es nicht glauben. Ja. Man soll es wirklich nicht glauben. Die kontrollieren es nicht nach, ich muss es nochmal fragen. Nein, also das fehlen einfach die Mitarbeiter, denke ich mal. Mhm. Oder eine Detektei oder was weiß ich, was die da bräuchten. Ja, so, eine 31-jährige junge Frau bist du. Mhm. Selbstbewusste junge Frau, hören wir ja alle. Ja. Die gesund ist, mhm. Die eigentlich voll im Job stehen könnte. Ja. Was macht denn Nicole, die 31-jährige, den ganzen Tag? Also ich gucke Fernsehen, dann höre ich Musik. Mhm. Dann, also ich komme aus Kiel, gehe hier schön an Ostsee spazieren, botanischer Garten. Mhm. Treffe mich mit Freunden. Mhm. Ja, ich habe eigentlich immer viel zu tun. Also ich kann nicht sagen, dass ich nur Langeweile habe. Und die Freunde wissen das natürlich irgendwie alle, weil die ja nicht mitkriegen. Die kriegen ja mit, dass du nicht arbeitest, ne? Mhm. Ja. Und also meine beste Freundin, die ist Prostituierte, was mir ziemlich egal, das ist ihre Sache, ich mach's nicht. Mhm. Und sie hat halt nicht so viel Freunde, so einen Umgang. Mhm. Und sie hat eben Geld und ich treffe mich dann halt mit ihr und dann bezahlt sie das Essen. Mhm. Dann sage ich auch, oh Mensch, die und die CD bräuchte ich oder ich möchte auch so gerne mal wieder ein schönes Parfüm haben. Mhm. Und dann kriegst du das auf die Tour kriegst du das dann auch noch. Ja. Wie ist denn so mit Urlaub? Fährst du auch in Urlaub?
Nee, dafür langt's dann doch nicht. Also man kann nicht zum Sozialamt gehen und sagen, ich möchte gerne auf die Malediven mal eine Woche, nee, weil ich mit den Nerven so fertig bin. Und nee, ich könnte mir vorstellen, dass das Sozialamt dann auch sagt, natürlich fahren Sie auf die Malediven, damit Sie wieder fit werden für weitere Begünstigungen. Nicole, weißt du, dass ich wirklich so einen Hals habe? Das ist ja klar, ne? Wahrscheinlich. Dein Hemdchen. Nein, nein, aber das ist ja wahrscheinlich klar, dass die Reaktion jetzt kommt. Weil du lebst von, auch unter anderem von meinem Geld. Ja. Und von all den Menschen, die richtig ackern an Fließbändern. Ja, die sind doof, ne? Ah, also die sind echt doof. Das findest du doof. Wenn aber alle so denken würden wie du, wäre dieses Land am Boden. Und wir würden dann im Chaos. Ich würde mir ein anderes Land aussuchen. Ein anderes dummes Land. Ja. Mhm. Ja, also man muss es auch mal so sehen. Nee, so darf man das aber nicht sehen. Weil du wirklich ganz massiv andere Menschen ausnutzt. Ja. Die für ihren Lebensunterhalt gerade stehen. Und die, wir zahlen ja nur alle wirklich fett Steuern. Wenn wir uns unsere Lohnabrechnung anschauen, dann denken wir ja oft, mein Gott, so viel Steuern. Ja. Und die Steuern gehen eben... Und ich denke, wie doof die das sind. Ja, und die gehen unter anderem dafür drauf, dass wir Leute wie dich mit durchfüttern. Ja, ja. Hm? So, aber ich sage dir nochmal, wenn aber alle so denken würden wie du. Na, tun ja nicht. Nein, aber so muss man es doch da mal durchspielen in Gedanken. Gäbe es keinen Wohlfahrtsstaat, gäbe es nichts. Wir würden hier wirklich hausen sozusagen. Ist ja alles scheißegal. Ja. Mhm. Ich bin ja nun kein CSU-Mann. Aber dann wünsche ich mir wirklich einen Politiker, wenn ich sowas höre, der rigoros aufräumt. Ich sage es wirklich, das ist provokant auch. Ja, hier unser Nachbarland Hamburg hat ja den Schill, ne? Ich will jetzt keine Werbung für einen Schill machen, aber ich wünsche mir einfach nur eine politische Haltung, die solche Leute auch wirklich herausfiltert aus dem sozialen System, weil du bringst auch all die in ein schlechtes Licht, die es wirklich nötig haben. Und es gibt Menschen, die die Sozialhilfe verdammt nötig haben. Und ich möchte nicht, dass alle Menschen, die Sozialhilfe bekommen, in ein schlechtes Licht gerückt werden durch Leute wie dich. Ist ja auch egal. Ja, ja, ja. Ich gehe über Leichen, so bist du drauf, ne? Ja. Und ich habe auch für alles Ausreden. Also ich hätte mal einen Bandscheibenvorfall. Deswegen kann ich jetzt angeblich nicht putzen, obwohl das wieder okay ist mit meiner Bandscheibe. Dann bin ich vorbestraft. Und da war ich auch auf Staatskosten, das war dann noch teurer. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Körperverletzung. Du hast jemanden zusammengeschlagen? Nee, mit dem Messer ein bisschen angestitzt. Ist schon lange her. Und dadurch kann ich zum Beispiel in die Spielhallenaufsicht werden. Und dadurch, dass ich keinen Abschluss habe, keine Ausbildung, gibt es auch viele, viele Arbeiten, die ich nicht machen kann. Nicole, wenn jetzt... Da bin ich zu doof, angeblich. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Du bist ziemlich pfiffig sogar. Und irgendwie, ja, habe ich immer so meine Ausreden. So, Nicole, jetzt nehmen wir mal an, Politiker X, wir nennen mal keinen Namen, wird Bundeskanzler. Oha. Und Politiker X sagt, sagen wir mal, der Domian wird Bundeskanzler. Ja. Und der Domian, ich weiß gar nicht, ob man da so viel Macht so schnell hat, sagt aber, forstet diese ganzen Sozialhilfeempfänger durch und geht wirklich knallhart mit Leuten um, die nur schmarotzen. Ja. So, dann wärst du betroffen. Und kürzt denen das Geld auf um 80% runter. Oh Gott, Gott. So, was würdest du dann machen? Einspruch. Nix, Einspruch gibt's nicht. Ist ein Gesetz, ist erlassen. Oha. Was wäre dann? Oha. Das, ja. Da müsste ich noch mehr betteln. Noch ein bisschen mehr schmarotzen. Also meine Eltern geben auch immer Geld. Du willst... Hab ich auch noch nicht erwähnt. Die geben dir sogar noch Geld? Obwohl die kriegen das ja alles so mit, dass du so faul bist. Ja, aber ich sage immer Ende des Monats, oh, ich habe nichts mehr zu essen und so. Und dann sind die denn wohlhabend? Na, verhältnismäßig. Na, sagen wir anders, ein guter Durchschnitt. Aber die gehen, also der Vater geht arbeiten? Ja, beide. Nochmal, beide gehen sogar arbeiten. Beide Vollzeit. Aber schämen die sich nicht irrsinnig für ihre Tochter? Nee, also die sehen das nicht so eng. Also sagen zwar, also meine Mutter gar nicht, mein Vater pöbelt mal, aber eine halbe Stunde später gibt er mir Geld. Was macht denn dein Vater vom Beruf? Also erstens arbeitet er als Maler. Und dann arbeitet er noch nebenbei noch in der Telefongesellschaft. So, da wird er auch nicht, das ist auch eine harte Arbeit, wenn er als Maler und Lackierer arbeitet. Das ist auch ein harter Job. Die Vorarbeiter sogar. So, aber das ist das Geld eben auch nicht so leicht verdient. Ja, und stimmt. Du sitzt fett in deinem Sofa und zockst von deinem Papa ab. Ja, und meine Mutter geht noch servieren am Wochenende noch nebenbei. So.
Und das ist auch kein Einfall. EDV. So, und die verdienen auch nicht viel, die Serviererinnen und die Kellner, und die müssen auch wirklich auf den Pfennig gucken. Ja. Hast du auch kein schlechtes Gewissen, selbst wenn es um deine Mama und deinen Papa geht? Nee, eigentlich nicht. Also sie haben ja auch nur ein Kind und dann können sie das ja auch geben. Boah, Nicole, ich will es nicht hören. Ich würde gerne, wenn du jetzt gleich sagen würdest, Domian, ich habe dich verarscht, das stimmt alles nicht. Aber es ist leider nicht so, ne? Nein. Es ist unglaublich. Ich bin fassungslos, ja, mit welcher Coolheit du das auch so erzählst. Ja, aber das steht doch schon in der Bibel geschrieben, dass die Leute, die viel haben, das den Ärmeren... Ach, hör mir da auf mit so einem blöden Sprüchchen. Doch. Das ist doch dusselig. Ich lasse mich auch gar nicht auf irgendeinen Bibelspruch jetzt noch ein. Nee, aber es ist doch wirklich... Also selbst wenn die Sozialhilfe so radikal gekürzt würde, würde dich das nicht animieren, arbeiten zu gehen? Würde es immer noch nicht gehen? Nee. Also mehr betteln und Ich habe auch schon mal von einem Musiker, ich sage jetzt keinen Namen, habe ich so ein paar Bettelbriefe verschickt mit so einer Kopie bei, dass ich Sozialhilfe bekomme. Habe so ein paar angebettelt im Dezember, so zu Weihnachten. Und einer hat mal ein bisschen was geschickt. Weißt du, was ich so schlimm daran finde, ist, dass du den Leuten, ich sag das jetzt mal salopp, die es wirklich nötig haben, das Geschäft kaputt machst. Die sind wirklich, die krank sind, die alt sind, die wirklich nicht mehr arbeiten können. Aber die kriegen doch auch was. Ja, aber die Stimmung schlägt ja immer mehr um im Moment. Ja. Eben auch, weil solche Fälle immer mehr bekannt werden, wie jetzt auch dein Fall. Und das geht eben zu Lasten der wirklich der Bedürftigen und Betroffenen. Ja. Hast du denn so für dich, ich versuche mich auch so in deine Seele hineinzudenken, in dein Selbstverständnis. Du hast doch auch zum Beispiel gar keine Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse. Wenn man nur so nimmt und so die Eigenwertigkeit. Ach, wenn ich mal wieder was ein paar Fünfe von dieser Freundin abgekauft. Achso, das ist dein Erfolgserlebnis. Das ist schon ein Erfolg. Findest du, dass du ein toller Typ bist? Unwiderstehlich. Nein. Also, hast du eigentlich einen Freund? Seit Oktober nicht mehr. Aber vorher schon? Also ich hatte insgesamt 3. Und waren das auch so Leute, die so drauf sind wie du, oder haben die gearbeitet? Also der eine hatte sehr, sehr viel Geld, hat aber keine Mark abgegeben. Ganz fürchterlich. Der andere hatte einigermaßen Geld, hat auch was abgegeben. Und der andere, der war verheiratet, das war mal nochmal so zwischendurch. Und den hat das nicht so weiter interessiert. So, Nicole, jetzt beenden wir dieses Gespräch. Ja. Ich wünsche von ganzem Herzen, ja, dass dir der Geldhahn abgedreht wird. Ach, warte. Und dass Leute wie du wirklich es am eigenen Leib mal erfahren, was es bedeutet, für seine eigene Existenz gerade zu stehen. Jetzt war es wahrscheinlich zu hart für Nicole und sie hat aufgelegt. Aber das muss man doch so sagen. Mann, 1.37 Uhr und 50 Sekunden. Kleine Pause. Es wirklich nicht, dass es sowas gibt. Aber es ist ja nur wirklich ein Einzelfall. Ich habe das, und ihr wahrscheinlich auch, sehr oft schon im Fernsehen gesehen, in diversen Talkshows oder Fernsehbeiträgen, dass es diese parasitären Menschen gibt, die sich wirklich frech dahinstellen und sagen, was soll ich arbeiten? Ich kriege es ja hinten reingeschoben von unserem Staat. Arbeitet ihr doch da draußen, mir ist das scheißegal. Ich finde es unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich und hoffe sehr, egal von welcher politischen Seite, dass man da mit härteren Bandagen rangeht, dass diesen Leuten der Garaus gemacht wird. Und dass sie nicht weiter, wie ich es gerade schon sagte, die wirklich bedürftigen Menschen diskreditieren, und dass die noch den Schaden hinterhertragen, dass man denen nämlich weniger Geld auch gibt. Unglaublich, das Ganze. Unglaublich. Michael, 28 Jahre alt. Hier ist übrigens Radio 1 Live und das WDR Fernsehen. Ich bin jetzt aufgewacht. Hallo Michael. Ja, hallo. Hallo Domian. Ja. Ich schäme mich. Ja, ich schäme mich. Und zwar habe ich damals
Wir hatten da so einen Club, einen Opel-Club. Was? Ich habe es nicht verstanden. In was für einem Club? In einem Opel-Club, Automobil. Opel-Club? Opel-Club. Ja. Hat man damals. Und die Kerne aufgemotzt bis zum geht nicht mehr, alles nicht eingetragen. Und ich wollte auch noch an die Leute, die in so einem Club sind oder die nicht im Club sind, aber an ihren Autos umherbasteln. Jetzt erzähl erstmal deine Geschichte und dann appellierst du an die anderen. Ja, kapiert man es. Also du warst in einem Opel-Club und ihr habt die Kisten richtig aufgemotzt bis zum geht nicht mehr, auch illegal aufgemotzt. Ja, genau. So, was ist passiert? Also nicht verkehrswidrig, also waren nicht StVO-gerecht zugelassen. Ja, so meinte ich es ja. Und wir sind da Rennen gefahren bei uns in Osnabrück und so Umgebung. Da waren wir einmal Opel Club und da wollten wir nach Eisenach fahren. Und haben uns Rennen geliefert, da war ein Kumpel dabei, Rennen geliefert auf der Autobahn bei Eisenach. Ja. Ist das damals passiert, da vier. Das war hin und her, rechts, links überholt, wie man es im Film sieht. Am Tage? Am Tage. Das war vormittags. Das heißt, da war die Autobahn sehr belebt auch. Ja. Ja. Und dann? Ja, hin und her geschnickt, wie man so schön sagt. Und dann habe ich ein wildes, wie soll ich sagen, Überholmanöver angesetzt und habe den roten Ford Escort, da wo die Familie drin saß, mit dem Heck gestrichen, angerempelt. Also ein völlig unbeteiligtes genau. Auto ganz, mit einer Familie. Genau. Ja. Und was ist dann passiert? Mich hat das ja gar nicht so, ich bin gar nicht aus der Spur, ich habe nur ein Ruckeln verspürt. Und hinter mir habe ich im Rückspiegel geguckt, mein Kumpel ist an mir vorbeigezogen und dann habe ich gesehen, wie der Wagen sich hinten gedreht hat. Der rote Escort? Ja. Und? Da habe ich eine Vollbremsung hingelegt, also was heißt eine Vollbremsung? Randstreifen, Vollbremsung. Mein Kumpel ist weitergefahren, ich wollte auch erst weiterfahren, aber ich dachte mir, das Ruckeln, das warst du. So, und sag mir, was mit dem roten Escort passiert ist, mit der Familie. Ja, Leitplanke reingefahren. Ich habe im Auto gesessen, habe geguckt, mich abgeschnallt. Hab gedacht, steigst du aus, fährst du weiter. Ich weiß nicht, dahinter die Autos haben alle angehalten. Also ich merke schon, dass es eine hochdramatische Situation war. Ja. Was ist mit dieser Familie geschehen? Ich habe mich abgeschnallt, bin geguckt, bin ausgestiegen, bin aufs Auto drauf zugelaufen. Sind die anderen Leute schon ausgestiegen und. Was ist mit dieser Familie geschehen? Ja, die Familie, die ist jetzt zerstört durch mich. Was ist mit dieser Familie geschehen? Waren sie schwer verletzt? Sind Leute gestorben? Ja. Was genau? Der Junge ist 12 Jahre alt gewesen und ist gestorben. Der ist gestorben. Und die anderen Familienmitglieder, was ist mit denen passiert? Fast nichts. Aber der Junge ist gestorben. Weil du so ein mit deinen Leuten dieses illegale Rennen veranstaltet hast auf der Autobahn. Ja. Zu was bist du verurteilt worden? Zu 4 Jahren. Auf Bewährung. Ich war damals 20. Wie lange? 94 war das. 94. Hast du mit dieser Familie irgendwann gesprochen? Nee. Hast du denen geschrieben? Nee. Warum nicht? Ich habe bis jetzt noch gar nicht großartig darüber geredet. Wie war das denn bei der Gerichtsverhandlung? Da hast du den Leuten ja gegenüber gesessen, den Eltern, die ihren Sohn verloren haben. Hast du sie anschauen können? Hast du sie? Nein. Kein. Ich bin da auch nicht so der Typ. Hast du denn bei Gericht Reue gezeigt? Ja, ich denke ja. Nur ist die Gerichtsverhandlung schon eine ganze Weile rum. Ist die Reue und das Schuldbewusstsein noch größer geworden bei dir als damals? Ja, ich merke es auch. Ich kann keine Arbeit annehmen, keine richtige, weil dann ist ja auch viel, viel Geld im Spiel. Inwiefern ist viel Geld? Ich verdiene jetzt 365 Euro. Ja. Um 212 aufgehen. Ich habe im Monat, ob ich
ich 153 Euro für mich. Ich kann nicht weggehen. Ich glaube, mein Leben ist gelaufen. Ich bezahle mein ganzes Leben lang nur noch. Achso, du bist auch zu einer Geldstrafe noch verurteilt worden. Ja. Wie hoch ist die Geldstrafe? Ganz genau. Ich habe davon nur mal nach. Das sind 9 D-Mark. Mhm. 996.000. 996.000 D-Mark, also eine knappe Million. Das heißt, das wirst du dein ganzes Leben abzahlen müssen. Ja, ja. Und deswegen kann ich keine Arbeit annehmen. Mhm. Dann habe ich noch wenig, wohne auch jetzt wieder daheim. Sind denn die anderen Jungs, die da mitgemacht haben, sind die auch verurteilt worden? Ja, da ist wieder der Stolz und alles da. Ich wusste nicht, ich hab das damals gesagt vor Gericht. Ja, das war ein privates Recht, ich kannte die nicht. Ich wollte die auch nicht reinreiten, ich bin da nicht der Mensch. Ach so, die sind also nicht verurteilt worden, oder wie? Nein. Ich habe das dann sozusagen auf mich genommen. Du hast die geschützt? Ja. Mhm. Hast du mit denen später Kontakt gehabt oder heute noch? Den Kontakt habe ich dann kurz darauf abgebrochen, weil das hat mich dann alles so mitgenommen noch alles. Und ich habe dann gesagt, nee, und die immer noch cool und immer noch reinbauen in die Kerne. Mhm. Deswegen wollte ich auch vorhin sagen, ich empfehle keinem, am Auto selber mehr zu schrauben, ohne TÜV abzunehmen. Mhm. Das muss alles richtig sein. Und wir empfehlen auch niemandem, diese illegalen Rennen zu veranstalten. Ja, genau. Gesprächspartner hatte ich auch schon einige Male hier und du bist ja nun ein Beispiel dafür, wie schlimm es enden kann und welch furchtbares Unglück man verursachen kann durch so einen Hirnriss, ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, du lebst jetzt bei deinen Eltern wieder und bist arbeitslos? Nein, ich arbeite. Aber ich darf nur so und so viel verdienen. Ach so. Da wird mir immer mehr abgezogen. Mhm. Was arbeitest du im Moment? Ich bin Werkzeugmacher. Wie haben denn so deine Leute um dich herum, deine Eltern, deine anderen Freunde reagiert, als das rauskam? Haben die dir die Schuld auch zugesprochen? Ja. Mhm. Meine Freundin hat damals gesagt, das musste mal passieren. Hat die dich verlassen? Ja. Deshalb? Mhm. Mhm. Hast du heute eine Freundin? Nee. Und du hast seitdem, sagst du gerade, hast du nicht darüber gesprochen oder kaum gesprochen? Ja, mit meinen besten Freunden. Mhm. Halt nur. Mhm. Hast du in irgendeiner Weise versucht mal, du hast gesagt, dass du nie mit diesen Eltern Kontakt hattest. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, sowas kann man nie wieder gut machen? Sicher. Aber hast du mal darüber nachgedacht, dass du mal an diese Leute herantrittst? Da habe ich aber den Mut nicht dafür. Mhm. Aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr, sehr richtiger und wichtiger Schritt wäre. Mhm. Zu zeigen zumindest, dass es einem unendlich leid tut und dass das entstanden ist aus einem jugendlichen Irrsinn heraus. Mhm. Das bringt der Familie den Jungen nicht wieder, das ist klar. Mhm. Aber es ist... Irgendwie tut es ja doch etwas gut, wenn man als Opfer, und die Eltern sind ja die Opfer, wenn man von dem Täter so etwas zu hören bekommt. Ja, das wäre vielleicht auch für dich ein Schritt, dass du etwas mehr, ins Reine wirst du nie kommen mit dir, aber dass du ein bisschen mehr vielleicht das Ganze verarbeiten wirst können. Mhm. Du bist, du bist sehr traurig und sehr fertig, ne? Mhm. Mhm. Ich muss auch immer an die... Unseren Folgen dran, ich versuche mich dann immer selber hineinzuversetzen. Mhm. Wenn mir jemanden genommen hätte. Mhm. Weil ich kann mich mit denen nicht auseinander. Ich kann es einfach nicht. Weil irgendwo. Ich bin da nicht dazu bereit, irgendwie noch nicht, ich weiß nicht, vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht wäre sogar die schriftliche Form die beste, dass du nicht einfach zu den Leuten hingehst, sondern ihnen einen Brief schreibst, sofern du die Adresse weißt oder die rauskriegen kannst. Ja, da weiß ich aber auch nicht, was sie denken dann. Und das ist dann aber ihre Sache. Ich weiß auch nicht, dass sie das was Falsches denken. Ich meine, die denken ja schon das Falscheste. Ich glaube, Michael, sie denken eher falsch in deinem Sinne, wenn du nicht schreibst und dich nicht meldest,
als wenn du zumindest irgendetwas sagst und wenn es einfach nur ein Bekunden deiner Traurigkeit ist und deiner Reue. Das ist nie falsch. Und wenn die Leute nicht antworten darauf, ist es auch gut. Dann hast du es zumindest versucht. Aber sie werden nicht noch schlechter über dich denken, wenn du jetzt schreibst. Noch schlechter können sie gar nicht über dich denken, als sie jetzt schon denken. Weißt du? Ich wollte damals zur Rechtsverhandlung sagen. Was war das denn jetzt? Michael? Hallo? Er hat sich übergeben, höre ich aus der Regie. Uiuiuiui. Dann machen wir jetzt mal weiter mit Stefan. Und Stefan ist 37 Jahre. Guten Tag. Wir versuchen ihn immer nochmal zu erreichen und der Psychologe wird sich dann mit ihm unterhalten, mit dem Michael. Stefan, 37. Ich grüße dich herzlich. Ja, guten Morgen erstmal. Hallo Stefan. Das war ja eine ziemlich schlimme Geschichte gerade eben. Das muss man erstmal so ein bisschen verdauen, ne? Absolut, ja. Und ich glaube, dass der Junge sehr neben der Mütze war und sehr fertig ist. Vielleicht dürfte ich noch mal kurz was zu Deutschlands Sozialrate Nummer 1 sagen, ja. Zu dieser Kerstin. Zum einen hat sie gekämpft und hat schon gewonnen, weil sie die Systemimmanenz der Bundesrepublik Deutschland erkannt hat und damit spielt. Mhm. Da darf man ihr nicht böse sein. Und den Fall, den sie geschildert hat, diese geringe Summe, die sie bekommt, die sie schmarotzt, wie du das beschrieben hast, also da kenne ich Menschen, die sind seit Jahren arbeitslos, die leben von 4.000, 5.000 und 6.000 Mark netto im Monat. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Und arbeiten gar nichts. Gut, okay. Also ich wollte nur sagen, das ist gar nicht so schlimm, das sollte sich nicht so betroffen machen. Ja, man ärgert sich natürlich, wenn man sowas hört, das ist doch normal. Ja gut, aber man kann sich natürlich auch über die andere Seite ärgern, ne? Man muss nur nach Köln schauen, da kann man sich auch ärgern. Natürlich, du hast völlig recht, ja. Absolut. Aber zu dir. Zu mir, zu meinem Thema, ich schäme mich. Ja. Ich schäme mich im klassischen Sinne, nämlich im Kontakt zwischen Buben und Mädchen, zwischen Männern und Frauen. Mein Problem, das ich habe, ist eigentlich, dass ich... was die Eroberungstaktik bei Frauen angeht, recht erfolgreich bin. Mhm. Gratulation. Das eigentliche Problem, das ich habe, ist meine Wünsche und meine Träume, die man so träumt, wenn man eine Partnerin kennenlernt, die erfüllen sich immer exakt zu 99%. Die erfüllen sich? Die erfüllen sich, ja. Das ist doch auch wunderbar. Wo liegt da das Schämen? Das Problem liegt bei den 1%. Das eben nicht erfüllt wird. Und das ist für die meisten das Wichtigste. Es wäre auch für mich das Wichtigste. Und dazu möchte ich eine kurze Situation schildern. Ich bitte, weil ich das noch gar nicht richtig kapiere, um ganz was genau. Es da geht. Ja. Richtig. Also du stellst dir vor, du gehst in eine Diskothek und guckst eine Frau an, sie gefällt dir gut, kommst mit ihr ins Gespräch, verabredest dich, machst die Bude ein bisschen schön, heizt schön ein, alles ist ganz perfekt. Und du sitzt dann da und wartest eine halbe Stunde, sie kommen dann und hast ja schon in deinem Hirnkastel dieses Szenario, wie es eigentlich wunschgemäß ablaufen sollte. Mhm. Und jetzt tritt dieser tatsächlich schlimme Fall ein, dass es genauso kommt, wie du dir das erträumst. Mhm. Und dann liegt die Beute in dem klassischen Sinn jetzt mal bei dir auf dem Schoß und du schmierst sie ein und du massierst sie und bist also wenige Sekunden davor, mit ihr zu schlafen. Mhm. Ja, und dann fühle ich mich in der Unterhose auf der Couch wie irgendwie ein Bademeister auf der Antarktis. Da ist dann tote Hose total. Aha, also wenn es funktioniert... Ja. So wie du es geplant hast, versagst du quasi. Völlig. Und dafür schämst du dich? Ja. Aha, jetzt habe ich das kapiert. Also im Prinzip gehen die Fische dir, wir bleiben mal so bei den saloppen Bildern, die Fische gehen dir schnell ins Netz. Exakt. Ne? Aber wenn der Fisch dann auf dem Teller liegt, dann versagst du. Ja. Und das kommt doch denn öfter vor, oder wie? Das ist kontinuierlich. Das ist kontinuierlich? Ja, das ist ja das Problem. Ach so. So, und dann war ich natürlich nicht blöd und habe mir klar gedacht, das kriegst du alleine nicht hin und habe so das klassische Programm abgespielt, bin zur Gesprächstherapie hin, habe zum Therapeuten gesagt, hallo, ich bin da, das ist mein Problem, prima, wie lösen wir das? Ja. Hat gesagt, Mensch, Junge, ziel- und ergebnisorientiert, wir können toll zusammenarbeiten, so und so und so. Mhm. Ja, und nach 7 Stunden sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich ganz einfach zu faul bin. Inwiefern? Ich bin einfach... Inwiefern zu faul? Ja, ich bin zu faul und zu träge, mit den Frauen zu kopulieren. Das ist aber ein seltsames Ergebnis. Ja, das denke ich auch. Wie, du bist ja nun auch schon im stolzen Alter von 37. Ja, exakt. War das denn immer schon so, dass nein. Das so... Nein. Nein. Es, angefangen hat das Ganze eigentlich, als ich meine allergrößte Liebe in meinem Leben verloren habe. Mhm. Und meine größte Liebe in meinem Leben ist mir von meinem, das klassische Beispiel, von meinem allerbesten Busenfreund ausgespannt worden. Und, seitdem versagst du bei den Frauen. Exakt. Obwohl du die Frauen haben könntest, so viel du möchtest.
Ja, nee, ja, also so nicht, aber... Nee, aber du bist ein attraktiver Mann und kannst mit Frauen umgehen und so. Ist, also das Anbandeln ist kein Problem eigentlich. Ne? Richtig. Mhm, ja, aber das ist aber nun eine seltsame Quintessenz deiner psychologischen Besprechung da. Ja. Du wärst zu faul? Ja. Das ist ja Unsinn. Also, ich sag mal ganz salopp, es ist Unsinn. Richtig, es ist auch Unsinn. Ja. Und deswegen habe ich das auch nach 7 Stunden dann abgebrochen und habe mir gedacht, das ist völliger Käse. Ja. Ich hab mich dann natürlich auf der zweiten Schiene eingedeckt mit Fachliteratur, also wirklich quasi alles schnell quer gelesen. Mhm. Und ich bin da einfach in der Sackgasse. Das bedeutet ja, das klingt jetzt alles ein bisschen lustig noch, aber das bedeutet ja, dass du, wie lange läuft das jetzt schon so? Wie viele Jahre? Seit 2 Jahren. Ja. Hast du jetzt auch seit 2 Jahren nicht mehr mit einer Frau geschlafen? Ja, so ist es. Weil es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Gut, also da ist doch nur ganz, ganz eindeutig, dass irgendeine wirklich eklatante psychische Belastung und Störung vorliegen muss. Exakt. Und das muss ein guter Psychologe zusammen mit dir herausbekommen. Ergebnis meiner Überlegung jetzt, der schnellen Überlegung, du warst definitiv bei dem falschen Psychologen. Nein. Das glaube ich schon, wenn der dir so etwas gesagt hat. Und du alleine kommst dir ja offensichtlich nicht auf die Schliche, wenn du seit 2 Jahren an dir herumdokterst und überlegst. Ne, du, ja. Nun, jetzt rufe ich dich ja an, jetzt möchte ich mal von dir einen Tipp haben. Also den Tipp, den du mir jetzt versuchst anzupreisen, wechsel doch ganz einfach mal den Therapeuten. Das ist mir ein bisschen zu billig, denn ich habe mich natürlich im Vorfeld nicht in die Hand von irgendjemandem begeben und habe gesagt, Mensch, du hast einen schönen Titel, hast auch ein schönes Schild dazu, du bist jetzt der große Meister und Guru, jetzt mach mal. Ja. Sondern ich habe da natürlich schon sehr recherchiert, auch über öffentliche Träger und habe mir da also schon einen äußerst kompetenten Mann ausgesucht. Ja, aber... Ich sag's nochmal, das, was du mir gerade gesagt hast als Ergebnis, finde ich nicht sehr kompetent und beeindruckt mich nicht sehr. Ja, gut, aber das Ergebnis habe ich auch ein bisschen ironisch dargestellt. Das war natürlich nicht die tatsächlich ausgesprochene Quintessenz dessen, was er gesagt hat. Ja, aber also in den wenigen Minuten, in denen wir jetzt reden können, geredet haben, hast du mir einige Fakten genannt. Ja. Und dass das seit 2 Jahren so ist. Ja. Und dass du, der offensichtlich ein sehr intelligenter Mann ist, selbst keine Lösungsansatzidee hat, was los ist. Ja. So, da bleibt ja, Stefan, wirklich nur die einzige Überlegung und das einzige Tipp, such dir einen neuen Psychotherapeuten. So wie man auch manchmal sehr lange nach einem guten Arzt suchen muss, ehe man den gefunden hat. Ja. Du weißt, dass ich kein Psychologe bin und kein Psychologe dieser Welt, der Beste, könnte nicht in ein paar Minuten sagen, Mensch Junge, das hängt da und damit zusammen. Ja. Es ist ja komplizierter, es ist irgendwas sehr Kompliziertes in den tieferen Gründen. Aber ich meine, prinzipiell wird ja so gearbeitet, dass man sagt, wir gucken mal in das Vergangene ein bisschen rein, wo sind da die alten Wunden, wo können wir da ein bisschen heilen, wo sitzt da das nächste Kind? Ja, es kommt auf die psychologische Schule an, ne, zu dem du gehst. Es gibt ja nur die verschiedensten Methoden, an eine Problematik anzugehen. Ja, ist mir klar. Was empfiehlst du mir denn? Da bin ich nicht kompetent, dir das zu empfehlen. Da würde ich dich wirklich mit meinem Psychologen verbinden. Gut. Aber mich würde mal interessieren, ob du zum Beispiel während deiner beruflichen Tätigkeit, wo du die Sendung machst, schon mal eine ähnliche Problematik geschildert bekommen hast. Also das, was ich dir erzähle, ist das so eine Sache, wo du sagst, Mensch, das ist ein bisschen unikat, sowas ist mir noch nie untergekommen, oder? Also so exakt, wie du es beschrieben hast, ist es mir noch nicht untergekommen. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten schon, ja. Und da ist immer, auch von meinen mich begleitenden Psychologen im Hintergrund, immer der ganz klare Ratschlag, sich in eine spezifische Therapie zu begeben. Und das ist wirklich so schwierig, weil es gibt natürlich, so wie es unter den Ärzten, das weißt du ja auch, genügend Dünnbrettbohrer gibt es das bei den Psychologen auch. Und da muss man lange, lange suchen, ehe man jemanden findet, der nur wirklich, es muss ja auch mal die Chemie stimmen, dass du den ernst nimmst, ne? Dass du nicht das Gefühl hast, ach, den packe ich ja ein. Nee, langsam. Also, wie gesagt, da muss ich schon sagen, das habe ich im Vorfeld auch vorhin schon mal gesagt, da habe ich im Vorfeld sehr, sehr gut recherchiert. Mhm. Das ist auch eine Person, die eigentlich auf Jahre hinweg ausgebucht ist, der auch in dem deutschen Verband eine ganz herausragende Stellung einnimmt. Also, ich bin da nicht zu irgend so jemandem hin. Ja, ja, gut, mag ja sein. Ja? Ne? Aber auch Rang und Verbandshierarchie und sowas sagt noch überhaupt gar nichts darüber aus, ob dieser Mensch dir nun auch wirklich dann zupackend helfen kann. Wir versuchen das jetzt mit dem Gespräch, du mit meinem Psychologen, um eine neue Richtung zu finden. Oh, das wäre ja klasse. Ja, das machen wir ja. Das machen wir da gleich. Du legst auf und Peter heißt der Psychologe, der ruft dich gleich an. Okay. Ich wünsche alles Gute. Ich danke auch. Wiederhören. In der Technik, Leo Scholten. Und wir sind morgen wieder da. Klar. Mit einer offenen Telefon-Talkshow und das heißt, ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema.
Ab 0 Uhr sind wir wie immer hier schon. Das heißt, die Kollegen am Telefon, da sind die Telefonleitungen geschaltet. Ihr könnt dann anrufen unter 0800 5678 111 und um 1 im Radio bei 1 Live und um 1 hier im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Nacht. Bis morgen. Ciao.